Seid gegrüßt. Heute reagieren wir auf die 30. Folge von Nachschlag. Die erste These lautet, die in diesem Land herrschenden Kräfte wollen Krieg. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit der Reaktion. Ich rede gar nicht weiter um den heißen Brei herum. Also los geht's. Ja, das Kriegsziel unserer Demokraten ist der Krieg, stelle ich diese Woche fest. Und das mit allem Ernst und aller Deprimiertheit, die diesem Titel innewohnt. Denn das meine ich so ganz ernst. Wenn dieser Tage Generalinspekteur Carsten Breuer von Krieg und Ostflanke holpert, dann kann man Breuer lächerlich finden und seine Armee noch dazu, mit allem Grund. Trotzdem muss man diesen Mann ernst nehmen. Breuer ist ein Werkzeug. Breuer ist das Hauptwerkzeug seines Oberkommandierenden, des noch Verteidigungsministers Boris Pistorius, seines Zeichens Liebling und möchte gern Kriegskanzler aller Regimemedien. Wurde Pistorius dieses neue Amt, was er sich da erträumt, zusammen mit seinen Flakhelfern in den öffentlich-rechtlichen Schützenbunkern erst einmal verschafft, dann fällt ihm automatisch auch gleich wieder die sogenannte Befehls- und Kommandogewalt in die Hände oder in den Schoß über die US-Hilfsbrigade Bundeswehr. Diese Befehls- und Kommandogewalt, die er als Verteidigungsminister jetzt schon besitzt. Denn im Verteidigungsfall ist nicht mehr der Verteidigungsminister Inhaber dieser IBUK, wie sie abgekürzt wird, sondern der Kriegskanzler. Und wir dürfen davon ausgehen, dass unser Unrechtsregime sich zumindest in dieser Hinsicht an unsere Verfassung dann noch hält, weil das dürfte wohl der Plan sein. Pistorius strebt nach Kriegstüchtigkeit. Das sagt er ganz klar. Sein Werkzeug Breuer sowieso. Karl Lauterbach strebt nach Kriegstüchtigkeit und Robert Habeck auch. Der sei schließlich Rüstungsminister, wie er sich selbst nennt oder was er über seine Aufgabe tatsächlich selbst betont. Sogar die Bundesbildungsministerin, deren Name da draußen wahrscheinlich keiner kennt, die auch im Prinzip nicht für die Schulen zuständig ist im Land, aber sogar sie spricht von Kriegstüchtigkeit und will an diesen Schulen, für die sie gar nicht zuständig ist, wieder Kriegsfestigkeit der deutschen Jugend herstellen lassen. Alles andere, ihr Lieben, als ein baldiger Kriegseintritt Deutschlands ist vor diesem Hintergrund leider einfach unwahrscheinlich. Wann genau? Gegen wen? Das ist aus Sicht derer, die sich diesen Krieg so sehr wünschen, absolut zweitrangig. Das sind Technikalitäten, die ihren Kriegszielen unterzuordnen sind. Das aber wiederum, oder diese Kriegsziele wiederum, die sind feinsäuberlich vorbereitet. Da gilt der Ausspruch unseres abwesenden Kevan Sufi Siyavash. Nichts, nichts ist je so gut vorbereitet wie ein Krieg, der plötzlich ausbricht. Dass der Feind, der sogenannte, in diesem neuen Krieg wohl Russland heißen dürfte, das ist gesetzt. Und das Wann kann man noch mit einiger Sicherheit auf zumindest sehr bald setzen oder damit beantworten. Heiße Kandidaten für das Wo sind die absoluten Klassiker. Das Baltikum, in dem jetzt schon die Esten, Letten und Litauer sagen, dass sie sich bedroht fühlen und die Bundeswehr dort aufmarschiert. Und natürlich der Balkan, in dem es die ganze Zeit immer wieder kriselt, in dem ständig etwas aufflammt und ganz in der Nähe des Balkans. Ich kann es ja mal konkreter machen. Serbien, Kosovo. Also das ist auf dem Balkan der wahrscheinlichste Schauplatz für einen kommenden Krieg. Dann Georgien. Zündet ja schon seit Ewigkeiten Konflikt zwischen den zwei pro-russischen Republiken, Südossetien, Abchasien und der georgischen Zentralregierung. Und ja, aktuell finden gegen diese Regierung von westlichen Thinktanks und westlichen Regierungen unterstützte Massenproteste statt. Und wer weiß, vielleicht gibt es einen georgischen Maidan und dann könnte in Georgien das, was wir schon mal 2008 hatten, nochmal losgehen. Nämlich nochmal ein großer Krieg zwischen Georgien und Russland. Damals hat Georgien krachend verloren. Innerhalb von 5 Tagen musste es aufgeben und die Unabhängigkeit der zwei Volksrepubliken anerkennen. Also de facto anerkennen, aber zündeln kann man ja. Dann im Kaukasus, Armenien, Aserbaidschan. Da hatte die RAND Corporation ja schon 2019 geschrieben, da soll man die Spannungen ausnutzen. In der Zwischenzeit gab es 2 Kriege. Aserbaidschan hat die Republik Azerbaidschan liquidiert. Aber es gibt schon aserbaidschanische Politiker, die eine Annexion zumindest südarmenischer Provinzen fordern. Darunter auch der aserbaidschanische Präsident Aliyev. Und der Westen steht fest an der Seite Aserbaidschans. Zu den wichtigsten Waffenlieferanten gehören die Türkei und Israel. Also das sind jetzt einige Plätze, wo ein Krieg ausbrechen könnte. Ich will hier niemanden auf Ideen bringen, aber das sind so meiner Meinung nach die wahrscheinlichsten Länder. Und eins hatte ich noch vergessen, Moldau.
In Moldau, da gibt es ja die unabhängige Republik Transnistrien, die sich in den 90er Jahren de facto unabhängig gemacht hat. De jure ist das von keinem anerkannt. Aber ja, wenn das Regime von Maia Sandu da weiter unter Druck gerät, beziehungsweise ja, wenn eine Abwahl drohen könnte, ich meine, dieses Regime hat auch schon gezeigt, dass eben die Demokratie in Moldau völlig egal ist. Es hat nichts unterlassen, um Russland zu provozieren. Es hat die Präsenz russischer Friedenstruppen in Transnistrien sogar als illegal bezeichnet. Es hat auch Wahlen manipuliert, also kurz vor der Wahl 8000 pro-russische Kandidaten von den Wahlen ausgeschlossen. Es hat Oppositionelle, die nach Russland gereist waren, verhaften lassen. Also all solche Sachen. Also dieses Regime in Moldau, das hat nichts unversucht gelassen, Russland zu provozieren. Und es könnte sein, dass auf Druck der NATO dieses Regime dort auch einen neuen Krieg starten könnte. Also Maia Sandu, ausgebildet in westlichen Thinktanks, komplett abhängig von der Unterstützung aus dem Westen. Die Frau ist in der Bevölkerung extrem unbeliebt. Sie hat durch ihre Politik eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst. Und jetzt steht sie enorm unter Druck. Und in die Enge getrieben könnte sie jetzt auf Eskalation setzen. Also das ist auch eine sehr, sehr gefährliche Situation. Balkans findet ja dann derzeit auch die NATO-Ostflankenübung statt, die Breuer so kommandierte. Das ist dann Rumänien, nicht allzu weit entfernt. Wahrscheinlicher aber noch, und das ist mein persönlicher Tipp, dürfte wohl die Antwort der Cyberspace lauten. Die bietet sich nämlich, oder dieser Cyberspace bietet sich aus dem gleichen Grund für die erste Schlacht an, wie Coronaviren für ihre inszenierte Pandemie. Niemand kann da draußen nämlich von uns auf den ersten Blick erkennen, dass es wieder eine Lüge ist, dass der böse Russe im Cyberspace seinen kriegerischen Angriff auf Deutschland und die NATO unternommen hat und dass dann natürlich nichts wieder bleibt, als endlich zurückzuschießen. Ab 5 Uhr noch was in der Früh. Und jeder, der dann sagt, Moment mal, aber in diesem Cyberspace wurde angegriffen, das kann ich gar nicht sehen. Ist das wirklich so? Ist das nicht nur eine Behauptung? Der ist dann der neue Querdenker. Wer das in Zweifel zieht, dass im Cyberspace angegriffen wurde und sofort der Krieg, der V-Fall eben festgestellt werden muss, der ist dann Querdenker. Oder war es wahrscheinlich sowieso aus Sicht des Regimes, weil Querdenker, das sind ja Putin-Freunde und Nazis sind sie gleich sowieso. Und dann dürfte dieser neue Kriegskanzler Pistorius verkünden, dass wir plötzlich und rein zufällig also in seinem lang ersehnten Krieg sind. Und die Armeesimulation Bundeswehr hat für dieses neue Theater of War, wie es die NATO nennt, tatsächlich auch schon ein eigenes Kommando. Haben viele nicht mitbekommen. Aber es gibt ein eigenes Kommando der Bundeswehr für den Cyberspace. Übrigens gibt es von dieser Gurkentruppe auch ein eigenes Kommando für den Weltraum. Es ist kein Scherz. Wer das mal googelt, sieht ein Eröffnungsvideo oder einen Mitschnitt des Eröffnungszeremoniells der Bundeswehr, bei dem Star Wars Figuren durch die Gegend paradieren, Darth Vader umherläuft und ein Bundeswehroffizier sich köstlich amüsiert. Die Bundeswehr nimmt sich nicht mal selber ernst. Und womit in dem Fall? Mit Recht. Wozu dieses ganze Trara? Auf jeden Fall mit welchem Ziel? Und die immer gleiche Antwort haben wir auch an dieser Stelle hier schon mehrfach gegeben. Und sie ist auch immer noch richtig. Gier. Kein Geschäft ist lukrativer als der Krieg, kaum eine Industrie mächtiger als die der Waffenhersteller. Aber auch das Ausmaß der Korruption unter den Funktionären der Parteienherrschaft, über das kann nach diesen 4 Jahren des Massenmordes der sogenannten Corona-Pandemie mittels Impfbetrug kein Zweifel mehr bestehen. Man macht sich seit langem da ja nicht einmal mehr die Mühe, überhaupt auch den Eindruck von Trennung und Politik und Wirtschaft zu erzeugen. Die Verwobenheit dieses industriellen militärischen Komplexes oder militärpolitischen Komplexes, wie auch immer man es nennen möchte, da breche ich mir einen ab, um marxistische Phrasen zu überspringen, lieber Dieter, du merkst es. Aber es kommt natürlich auch das Gleiche raus am Ende. Dass das da ist, hat diese Zeit bewiesen. Und diese Bundesrepublik wurde über die letzten Jahre ganz offen zum Teilhaber der größten Kriegswerften Deutschlands. Sie ist damit eingestiegen. Sie hat zeitgleich dafür gesorgt, dass die Kampfpanzerfabriken für das Premium-Modell ihrer Rheinmetalltruppe jetzt direkt in der Ukraine gebaut werden können. All die gleichen Gründe, die wir immer haben, sind da, die üblicherweise vor solchen Kriegen da sind. Die Gier nach Geld, die Gier nach Macht. Und es kommt jetzt für diese Installation in Deutschland aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor dazu. Sie haben keine andere Wahl mehr. Die Massenmörder unserer Parteienkorruption haben es in den letzten 3 Jahren so weit getrieben mit ihren Abgründigkeiten, mit ihren Brutalitäten und vor allem auch mit ihrer Zerstörung unserer Währung, unserer Infrastruktur, dass sie mit dem Rücken komplett an der Wand stehen. Und das eint sie mit den Unrechtsregimen von Volodymyr Zelensky und des Verbrechers Benjamin Netanyahu. Sie haben gar keine andere Wahl mehr,
ihre Macht zu erhalten, als das Morden und Sterben ins Land zu tragen und ins Land zu holen. Ich bin mir sicher, dass das ihr Plan ist. Ich bin mir sicher, dass sie das wollen. Denn sie könnten es genauso an, wie Psychopathen ihres Kalibers es ja traditionsweise tun. Angefangen sicherlich von Adolf Nazi, der nichts anderes auch in seinen Büchern beschrieb. Wenn Breuer also im Fernsehen sitzt und von Kriegstüchtigkeit und Ostflanke redet und alle Minister unseres verbrecherischen Kabinettes die Kriegstüchtigkeit beschreien, Dieter, dann bin ich überzeugt, sie wollen genau das. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Kriegstreiber, Mörder und Verbrecher nicht stoppen, mit allen Mitteln stoppen, stürzen sie Deutschland in einen Krieg, den es aus keinem logischen Grund geben müsste und der sicherlich kein Verteidigungsfall wäre, sondern... Doch, es gibt einen logischen Grund. Der Westen steigt jedenfalls relativ gesehen ab und China steigt relativ gesehen auf. Und man hat Russland versucht, in der Ukraine deutlich zu schwächen. Das hat vor allem auf wirtschaftlicher Ebene überhaupt nicht funktioniert. Also versucht man jetzt neue Kriegsschauplätze zu eröffnen und darum sollen sich dann die Europäer kümmern. Also deswegen sind wir Europäer so gefordert, noch mehr Geld in die Ukraine zu überweisen. Deswegen sind wir gefordert, uns auf einen großen Krieg mit Russland vorzubereiten. Die USA wollen sich um China kümmern und wir Europäer sollen uns um Russland kümmern. Das ist mehr oder weniger die amerikanische Taktik, die dort in zahlreichen Thinktanks und auch von US-Regierungsmitgliedern ganz offen ausgesprochen wird. Also es gibt einen logischen Grund, aber dieser logische Grund ist ganz und gar nicht im Sinne der Mehrheit der hiesigen Bevölkerung und auch nicht im Sinne der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung. Also ich will ja auch gar nicht anti-amerikanisch wirken. Das ist wirklich eine kleine Elite in den USA, die da einen, ja, Selbstmord, also was heißt Selbstmord, die einen wirklich brandgefährlichen Eskalationskurs fährt, der gar nicht unwahrscheinlich in einem atomaren Inferno enden kann. Also das ist sehr gefährlich, was hier gerade läuft. Und ja, dem sollten wir uns auf jeden Fall entgegenstellen, denn wir sind hier nur Bauern auf einem Schachbrett, die hin und her gezogen werden. Also das entwickelt sich hier absolut in die falsche Richtung. Nichts als ein Angriffskrieg gemacht von Deutschland. Er wäre perfekt für ihre innenpolitisch desolate Lage. Denn der V-Fall, dieser Kriegsfall, erlaubt bekanntermaßen dem Regime, Wahlen ganz offiziell auszusetzen. Er ist der perfekte Grund, Sendungen wie diese, Menschen wie Dieter Dehm oder mich, wegen Spionage, feindlicher Agententätigkeit, Zersetzung und allem, was da noch kommt, direkt verhaften und ins Lager bringen zu lassen. Und wenn Berlins Justizterrorsenat in dieser Senatorin dieser Tage ansagt, dass Desinformation unter Strafe gestellt werden soll, Propaganda, selbstverständlich wie das, was wir hier betreiben, das ist mal pauschal Desinformation und Propaganda aus Sicht einer Täterin wie Felor Badenberg, genannt die AfD-Jägerin, ehemalige Assistentin von Thomas Stasi Haldenfang, dann ist das nichts weiter als eine koordinierte Vorbereitungshandlung genau dafür. Ihr dürft ganz sicher sein, am Ende fließen all diese Flüsse zusammen und aus ihrer Mitte, Dieter, entspringt Krieg. Und wenn wir das nicht angehen und diese Täter stoppen, verhaften mit aller Gewalt, wird dieses Land im Krieg versinken. Ich hoffe, du hast da mehr Optimismus und widersprichst mir. Es ist bedauerlicherweise mir nicht möglich, dir zu widersprechen. Ich kann dir zum ganz, ganz großen Teil zustimmen. Ich will es nur noch mal mit der Innenarchitektur ergänzen. Rheinmetall ist ja nicht nur in woken Zeiten. Sie arbeiten jetzt ja so wie Lockheed, der andere Rüstungskonzern in den USA, wie BlackRock mit der Regenbogenfahne, mit woken Phrasen. Aber sie gab es schon unter Adolf Hitler. Und da war Rheinmetall völkisch mit Phrasen ausgestattet, mit nationalistischen Phrasen, also ganz anders. Die Phrasen wechseln, die Gier, von der du sprichst, von der übrigens Karl Marx sagt, ab 100% Rendite gehen sie über Leichenberge, ist auch nicht nur eine heiße Gier, sondern eben auch eine kalte Kalkulation. Vielleicht darf ich dich noch mit der Information ergänzen. Ich habe darüber ja das Stück Abs geschrieben, was im Saal der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt vor 2 Jahren uraufgeführt wurde. Was meint denn Hermann Josef, nehme ich an? Ja, Hermann Josef Abs, der spätere Chef der Deutschen Bank und Beauftragte von Adenauer, um dafür zu sorgen, dass bei der Londoner Weltschuldenkonferenz 1953 die Polen und die Griechen leer ausgegangen sind, wo die Wehrmacht mit Millionen Toten gewütet hat, dass dieser Abs, der auch der Aufsichtsratsvorsitzende war bei der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, bei den IG Farben, die das Zyklon B, mit dem diese armen jüdischen Menschen industriell hingerichtet wurden, produziert wurde, mit viel Gewinn übrigens,
und der Abs, der auch den Kreditvertrag mit der Firma Topf zum Bau von Auschwitz unterschrieben und eingeleitet hat, weil ihn direkt unterschrieben hat oder unterschreiben hat lassen. Die Unterlage gibt es seit 1994, solange wurde sie geheim gehalten. Dass dieser Abs ganz kalt im Jahr 4041 vor dem Überfall auf die Sowjetunion, Klammer auf, mit 27 Millionen getöteten Sowjetmenschen, Vorträge vor Reichswirtschaftsführern gehalten hat und ganz kühl kalkuliert hat, wie mit den Gewinnen aus diesem Feldzug Barbarossa, Unternehmen Barbarossa, wenn die Sowjetunion eingenommen ist, mit den Profiten aus den dann gewonnenen Sklavenarbeitern und den Profiten aus Gas und Öl, die Schulden von zwei Weltkriegen Deutschlands mit einem Schlag beglichen worden wären. Diese Vorträge hat er gehalten, nachzulesen bei Reinhard Opitz. Das ist doch die entscheidende Parallele gerade, entschuldige bitte. Das ist doch die entscheidende Wirtschaftsparallele unserer komplett bankrotten Republik. Man muss sich das absolut bewusst machen. Ob sie so komplett bankrott ist, bezweifle ich noch, aber sie hat jedenfalls schwer gelitten. Aber diese kalte Kalkulation, also nicht einer der Abs war nie Mitglied der NSDAP, der hat doch nie Telefonhörer aufgeschmissen und Heil Hitler geschrien und den hat man selten in hysterischen Posen gesehen, wie das, was man uns auf NTV und Welt fast jeden Abend vorführt, sondern der war ganz kalt kalkulieren, wie ein kalter Rechenschieber hat er vorgetragen, wenn wir die Sowjetunion erfolgreich überfallen, das stand ja kurz davor, selbst die Winterschlacht bei Moskau, also und das beim Kursker Bogen und Stalingrad standen ja immer auf der Pike. Dann können wir die Schulden des Ersten Weltkriegs tilgen und gleich das, was jetzt für den Zweiten Weltkrieg aufgerüstet wurde. Das ist doch genau das auf die Gegenwart beziehen und anschauen. Genau das ist doch der entscheidende Punkt. Dieser Euroraum ist pleite und den kann man nicht trennen von der Bundesrepublik. Wir haben durch diese Fehlkonstruktion Euro, das ist doch mittlerweile über alle politische Lage anerkannt, dass das Ding nicht halten kann. Es crasht. Frankreich ist bei rund 50% Staatsverschuldung mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin. Nein, bei viel mehr als 50%, aber das ist nicht das eigentliche Problem des Euroraums. Okay, das ist jetzt ein sehr viel ausführlicheres Thema. Ich dachte eigentlich, wir wollten über Krieg reden. Aber das ist eine Fehlkonstruktion, weil die nationalen Lohnpolitiken nicht aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, in einigen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden sind die Löhne viel, viel schwächer gestiegen als in anderen Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien, Italien oder Frankreich. Und dadurch haben Deutschland und die Niederlande eben Wettbewerbsvorteile gegenüber diesen Ländern aufgebaut, dauerhaft hohe Leistungsbilanzüberschüsse erzielt, ihr Nettovermögen dort gesteigert und die Nettoschulden sind auf der anderen Seite gewachsen. Ja, das heißt, wir haben es hier mit Leistungsbilanzungleichgewichten zu tun. Alleine deswegen ist der Euroraum eine Fehlkonstruktion. Länder wie Deutschland und die Niederlande konnten so ihre Industrie auf Kosten ihrer Handelspartner erhalten, was bei diesen Handelspartnern entweder zu schweren Wirtschaftskrisen oder zu jahrzehntelangem Siechtum geführt hat. Also Italien ist, seit es dem Euro beigetreten ist, so gut wie überhaupt nicht gewachsen. Was wirklich also eine Katastrophe ist für so ein modernes Industrieland. Aber der Euroraum ist deswegen nicht pleite. Also, was die Schulden, die Frankreich oder Italien hat, die liegen in Deutschland als Vermögen. Hier wurde nur Geld umverteilt. Weg von den europäischen Bürgern, auch von den deutschen Arbeitnehmern. Also ein Arbeitnehmer in Deutschland, der profitiert ja nicht davon, dass sein Lohn gesenkt wurde. Der profitiert ja nicht davon, dass Deutschland eine Politik des Lohndumpings gemacht hat. Am extremsten mit der Agenda 2010. Das ist nämlich die Grundlage für die hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Also die Lohnpolitik hat in Deutschland und auch in den Niederlanden, auch in einigen anderen europäischen Staaten auf Lohndumping gesetzt und dadurch Frankreich, Italien, Griechenland niederkonkurriert. Also wir haben es hier mit einer Umverteilung von den europäischen Bürgern, von der Peripherie hin zu deutschen, zu niederländischen und zur Industrie von einigen anderen EU-Ländern zu tun. Also wenige sehr reiche Leute haben profitiert und der Großteil hat verloren. Und wir haben es durch die Art, wie Staatsfinanzierung in der EU geregelt ist. Die Länder haben, wie gesagt, ihre monetäre Souveränität aufgegeben und zahlen teils horrende Zinsen für Staatsanleihen. Also Griechenland oder Italien, die zahlen ja viel, viel höhere Zinsen auf ihre Staatsanleihen als Deutschland. Wer kassiert diese Zinsen? Die Banken, die Staatsanleihen kaufen. Also das Finanzkapital profitiert und die Exportindustrie in einigen, ja, vor allem nordeuropäischen Ländern profitiert. Das sind die Profiteure. Die sollten wir nicht außen vor lassen. Diese Fehlkonstruktion, die bringt auch Profiteure hervor und diese Profiteure sollten wir auch ansprechen. Wir sollten die Fehler, die hier wirklich laufen, auch ansprechen und nicht sagen, Frankreich hat so eine hohe Staatsverschuldung. Keine Ahnung, die wird mittlerweile bei rund 100% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Frankreich dauernd Leistungsbilanzdefizite macht. Staatsverschuldung im Inland ist kein Problem. Staatsverschuldung im Ausland, in einer Währung, die man selbst nicht drucken kann.
Wie gesagt, durch die Euro-Anführung haben die Länder alle ihre monetäre Souveränität aufgegeben. Die ist ein Problem. Also wenn Frankreich bei seinen eigenen Bürgern verschuldet wäre, wäre das überhaupt kein Problem. Aber da Frankreich halt beispielsweise bei deutschen Banken verschuldet ist, wird das zu einem Problem. Ich hatte gesagt, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierteres Thema. Ich habe das jetzt versucht, so einfach es geht, runterzubrechen. Schaut euch zu dem Thema auch noch gerne einige Videos auf meinem Erstkanal an oder die Vorträge von Heiner Flassbeck, der erklärt das auch immer sehr, sehr gut. Aber einfach zu sagen, die Staatsschulden steigen, deswegen ist das eine Fehlkonstruktion? Nein. Die Staatsschulden in anderen großen Wirtschaftsräumen, wie beispielsweise den USA, die sind viel, viel stärker gestiegen als in der Eurozone. Aber die USA sind weit von einer Pleite entfernt. Also die USA haben gerade ganz andere Probleme, aber die Staatsschulden sind es nicht. Danke an Karim, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Du bist echt fleißig. Die Zinsen jetzt noch einmal senken, damit so etwas bezahlt werden kann und nicht der Crash sofort kommt. Man zögert es mal wieder hinaus. Dieser Euroraum ist strukturell kaputt, volkswirtschaftlich. Die Bundesrepublik hat ihre Industrie hingerichtet. Rüstungsminister Habeck hat unsere Energieversorgung zerstört, ganz täglich, bekanntermaßen auch mit Lügen, Falschinformationen über Kernkraft. Ja. Und die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik ist auch bekannt. Also diese Truppe hat alles getan, hat die sprichwörtlichen Schiffe verbrannt, damit eben niemand auch in der Wirtschaft schreien kann. Vielleicht nochmal dazu. Das würde ja aussehen, dass sie sozusagen nur noch nach einem Strohhalm greifen. Das ist nicht ganz so. Also Deutschland liegt weltweit, was die Staatsverschuldung anbetrifft, im gesunden Mittelfeld. Das ist gar nicht, es ist gar nicht überschuldet. Das Problem ist immer, wie hoch ist das Bruttoinlandprodukt, wie hoch ist die Exportfähigkeit, wenn das trägt sozusagen. Ja, hier vermischen die beiden jetzt zwei verschiedene Sachen. Also Deutschland hat, wie gesagt, durch Lohndumping seine Industrie aufgebaut zum Schaden des Binnenmarktes. Also Deutschland ist jetzt nicht überdurchschnittlich stark gewachsen. Die Industrie ist überdurchschnittlich stark gewachsen. Der Binnenmarkt hat in der ganzen Zeit sehr, sehr schwach abgeschnitten. Also wenn die Leute nicht mehr Geld in der Tasche haben, können sie nicht mehr ausgeben. Also der deutsche Exportweltmeistertitel und die Schwäche des deutschen Binnenmarktes, der niedrige Konsum in Deutschland, sind zwei Seiten derselben Medaille. Und was die beiden hier jetzt ansprechen, das ist die Wirtschaftspolitik der Ampel. Das ist der Wirtschaftskrieg gegen Russland, vor allem der die Energiepreise hierzulande hat explodieren lassen. Dadurch haben wir mittlerweile schon etwa 20% unserer energieintensiven Industrie verscheucht. Also ja, da haben Sie recht, wie das an Industrie, was wir in Deutschland mühsam durch Lohndumping beispielsweise aufgebaut haben, was zerschlagen wir jetzt durch diese Explosion der Energiepreise kurz und klein? Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also das ist jetzt nochmal ein sehr anderes, sehr viel neueres Thema. Das sollte man analytisch sauber trennen, sonst bringt man das alles durcheinander. Dann kann ein Immobil auch zum Beispiel verschuldet sein, wenn die Mieter dann dafür sorgen, dass die Schulden getragen werden, genannt Annuitäten. Mieter, ich muss dir nicht sagen, dass wir Deutschland zusammen. Also ich will nur sagen, es ist eben nicht nur der Strohhalm, sondern es ist auch die Gier, wieder ganz nach vorne mitzuspielen, neben dem US, wie ich nenne das Imperialismus, auch wieder einen EU-Imperialismus als zunächst mal kleinen, aber wachsenden Bruder zu etablieren. Da dürfen wir nicht auf Schulden vertrauen, auf Staatsverschuldung vertrauen wie die FDP, sondern da müssen wir sehr deutlich sagen, man kann verschiedene, auch den Menschen einigermaßen dienliche Reformen von Ökonomie. Krieg hingegen schafft nur einer kleinen Elite, das ist ja das, was du gesagt hast, große Profite und sorgt dafür, dass andere in das Gras beißen. Und das ist das Zynische dabei. Das heißt, es rüstet sich der gesamte Wertewesten auf Krieg gegen Russland. Dahinter steht China. Also jede Meldung, die mittlerweile kommt, wir müssen die E-Autos aus China, ich halte sowieso nichts von E-Autos, und dass China sich als erster mit Lockdowns da gegen Corona imprägniert hat, fand ich auch nicht so besonders toll. Also ich bin jetzt niemand, der, nur weil er Marxist ist, jetzt alles, was China macht, da toll findet. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Diesel- und Verbrennermotoren so modern ausgerüstet werden könnten, dass sie funktionieren. Vor allen Dingen bin ich aber der Meinung, dass die Milliarden statt Zelensky in den Arsch geblasen zu werden, in die Bahn, auf die Schiene kommen. Und dann kann man sein Auto auch eine Zeit lang stehen lassen. Das spricht dann nicht gegen das Auto und kann mehr mit der Bahn fahren, was ja im Moment immer an eine Abenteuer grenzt, was die Anschlusszüge anbetrifft. Also ich will nur sagen, wir haben, das ist alles richtig, was du sagst. Ich habe da überhaupt keinen Einwand, auch wenn du da scharfe Worte für verwendest. Es hat Vorgänger kalter Kalkulation, auch im sogenannten Dritten Reich, wo eben Menschen hingeopfert wurden, Millionen, zig Millionen hingeopfert wurden, dass eine kleine Elite auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Milliarden gewonnenen Kriegsmilliarden eben weitermachen kann. Die entscheidende Parallele ist doch aber die da, und das ist für mich wichtig herauszuarbeiten. Und was du auch gerade sagst, hinter dem ideologischen Wahn der Nazis, der für sich völlig unbenommen und völlig klar ist, stand aber eben genau das,
der Apparat der wirtschaftlich Interessierten an der Umsetzung dieses Wahns. Und da ist vollkommen gleich, ob sie überzeugte Nazis und Judenhasser waren oder nicht. Im Zweifel waren sie das selbstverständlich. Aber es ging diesen Leuten eben primär ums Geld. Und die gleiche Konstellation haben wir jetzt wieder auch. Wir haben solche komplett enthirnten Marionetten wie Annalena Baerbock oder solche Inkompetenten wie Habeck, die nichts anderes sind als die Marionetten der Interessenträger da hinten. Ja, wenn Rheinmetall, wenn ThyssenKrupp sich überlegt, wie sie sowas ausbauen, Wenn Airbus und Aerospace, Raytheon und British Airspace, wie sie alle heißen, die Rüstungsindustrien, in der Ukraine aufmarschieren und da ihre Lager bauen wollen oder ihre Fabriken bauen wollen, dann bedienen sie sich solcher Kretins wie Habeck oder... Ja, wobei Bill Gates schon einen Teil aufgekauft hat, ukrainischer Landwirtschaft, und dann natürlich auch drauf pocht und andere, ich glaube auch BlackRock ist da schon ganz gut investiert. Und so. Also ich will nur in dem Zusammenhang nochmal sagen, es war übrigens schon ziemlich klar, dass Furth 1933 denen, die Hitler in der Harzburger Front finanziert haben, also Krupp, Thyssen, Stinnes, Deutsche Bank, Dresdner Bank und andere, wen sie sich da einhandeln. Und der begab sich dann ins Kölner Bankhaus Deutz und verkündete dort vor Großindustriellen, er sei wirtschaftspolitisch eigentlich ein Liberaler. Deswegen hat er es dann übrigens auch später mit seinem Wirtschaftsminister angelegt, den dann auch entlassen. Und das ist auch leider richtig. Das heißt, es gibt gar keinen fundamentalen Widerspruch zwischen einer radikalen Form von Wirtschaftsliberalismus und den Nazis. Das wird immer nur so in unserer Propaganda hingestellt. Und dann stellen sich eben auch Frau Faeser und andere hin und deuten immer auf die äußeren Erscheinungen, was du völlig richtig sagst, auf die hysterischen Ausfälle und den Antisemitismus, die Homophobie und die ganzen anderen Erscheinungen der Nazis. Im Wesen ging es denen darum, die Gewerkschaften zu verbieten, linke Parteien zu verbieten, kritische Menschen wie dich und mich zu verbieten. Einer war Karl von Ossietzky, der Nobelpreisträger, der dann ins KZ gekommen ist und elendig ums Leben gebracht wurde, und viele, viele andere sehr kluge Menschen. Aber das zu erkennen, ist doch der Kern der Sache. Und wenn wir das verstanden haben, sehen wir doch eben auch, dass solchen Leuten wie Bill Gates und Konsorten, die die modernen Finanzierer des Faschismus sind, vollkommen gleich ist, welche Ideologie da draußen vorgeschraubt ist, wie so eine Fassadenplatte. Da sind sie heute für sogenannten Klimaschutz und morgen sind sie für das Gegenteil. Heute sind sie für Gendering und morgen wieder für das Gegenteil, weil es darum eben nicht geht. Dass sie nichts sagen. Sehr gut. Was anderes wollen. So, deswegen ist es eben wichtig zu verstehen, dass Faschismus nicht der Judenhass allein ist. Das ist eine Form von Menschenverachtung. Es gibt auch noch andere dazu. Es ist vollkommen unfraglich, dass der Judenmord bisher die barbarischste und in ihrer im Ausmaß natürlich immer noch weit vor dem liegt, was bis heute läuft, in dieser neuen Form. Ich füge nur mal ein. Es gab natürlich auch Idi Amin und es gab andere barbarische Formen. Aber im Land Goethes, im Land einer so hohen Zivilisation, der Dichter und Denker. Jetzt unterbrich doch nicht schon wieder. Das ist doch, das stört mich so ein bisschen, dass Dieter Dehm immer unterbrechen muss. Paul Brandenburg war gerade kurz davor zu einem zu werden, beziehungsweise sehr stark marxistisch geprägte Thesen zu vertreten, wenn man sich das da genauer ansieht. Ich meine, die marxistische Faschismusdefinition ist ja, Faschismus ist die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals, wer die noch nicht kennt. Und er war gerade schon auf dem Weg dahin. Diesen zivilisatorischen Rückfall zu Auschwitz, das hat es in der Geschichte noch niemals gegeben. Ja. Aber das ist vielleicht als positives Fazit. Es ist ja eben, wie Kevin richtig sagte, es ist 1939 gerade und es ist eben nicht 41, 42. Das heißt, wenn man natürlich wiederholt sich so etwas nie im identisch, es reimt sich dann eher, um eine abgegriffene Phrase zu verwenden. Aber wir haben... Sorry, dass ich jetzt so häufig unterbreche, aber ich hatte ja Paul Brandenburg tatsächlich schon mal im Interview und er hat mir erzählt, wieso er den Begriff Faschismus verwendet. Ich finde sinnvoll. Ich würde vielleicht sagen, Deutschland entwickelt sich zu einem autoritären Staat. Das ist, glaube ich, eine bessere Beschreibung. Aber wenn man schon historische Parallelen zieht, dann eignet sich doch der italienische Faschismus viel, viel besser. Also Mussolini hat Jahre gebraucht, um Italien zu einer faschistischen Diktatur zu machen. Das ist doch viel eher vergleichbar mit, also viel leichter reproduzierbar. Meistens wird die Diktatur, also wird ja nicht eine Partei an die Macht gewählt und die führt dann immer weniger Monate eine faschistische Diktatur ein, wie das in Deutschland der Fall war. Also
Da ist das italienische Beispiel sehr viel exemplarischer und es ist wohl auch ein sehr viel besseres, negatives Vorbild, sage ich mal, wie heutige Demokratien sterben könnten. Also wenn man jetzt solche historischen Bezüge braucht. Ich sehe das ja ohnehin häufig sehr, sehr skeptisch, aber ich meine nur, dass sich der italienische Faschismus da wahrscheinlich wesentlich besser eignen würde als der deutsche. Wir haben eben noch die Möglichkeit zu intervenieren. Wir haben noch die Möglichkeit, das zu verhindern. Und da gehört neben absolutem und bedingungslosem Ungehorsam diesen Menschen gegenüber eben auch das Aufstehen dazu, dass sich da vorstellen und sagen, nein, und du musst weg. Und liebe Staatsanwälte und Richter, ich habe es euch oft genug gesagt, ihr seid Terrorwerkzeuge. Ihr seid Marionetten des Unrechtsstaates. Und wenn einer unter euch nur einen Restanstand im Körper hat, dann fertigt er heute die Haftbefehle für dieses Terrorkabinett. Und wenn wer sich einer traut, so etwas zu tun, bin ich mir auch sicher, dass es Polizisten gibt, die das umsetzen. Aber es ist eben notwendig, diesem Zivilisationsbruch und diesem Unrechtsvorgehen Zivilisation und Recht entgegenzusetzen. Nicht Selbstjustiz mit Gewalt, sondern eben ein geordnetes, grundgesetzbasiertes Vorgehen. Und dazu bedarf es eben eines Aktes solcher staatlicher Organe. Ich habe Zweifel, dass das jetzt passiert. Und ich fürchte tatsächlich, Dieter, dass der Schaden erst noch größer wird und das Morden beginnt, bevor so etwas geschieht und bevor jemand den Mut fasst und seinen Verstand noch findet, ausreichend da zu handeln. Aber die gute Nachricht des Tages, die einzig gute ist, dass es eben noch nicht so weit gediehen ist, und man so einen Prozess eben zu jeder Zeit noch beginnen kann aufzuhalten. Aber ich fürchte, Schüsse werden fallen, Dieter. Ich komme damit zu meiner Schlagzeile. Ja, dazu kommen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause. Ihr in der Reaktion kriegt von der Pause nicht so viel mit, da ich das halt später so zurechtschneide, dass ihr das nicht sehen werdet. Aber wir machen im Stream jetzt erstmal Pause. Ich würde tatsächlich sagen, das von Paul Brandenburg ist, glaube ich, die Schlagzeile der Woche. Da muss Dieter Dehm sich echt Mühe geben, das zu toppen. Und abgesehen von der Eurozone ging ich mit seiner Analyse weitgehend d'accord. Also meistens sind es ja die Schlagzeilen von Kayvan, denen ich zustimme und wo ich sage, das ist die Schlagzeile der Woche und am wenigsten eigentlich bei Paul Brandenburg. Aber ich glaube, diese Woche hat Paul Brandenburg gewonnen. Kayvan ist auch nicht da, also das ist jetzt ein bisschen unfairer Vergleich.